Ja, liebe Kampfsportfreunde, neben mir steht nun Alban Ameti, der ja gerade einen K1 Superfight bestritten hat gegen den Golden Glory Fighter Onur Karaoglan. Und es war wirklich ein Superfight, Alban. In der ersten Runde hast du mördermäßig Gas gegeben. In der zweiten wurde er dann ein bisschen stärker, hat vor allen Dingen mal mit dem linken Haken getroffen. Würdest du auch sagen, dass du da vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten mit hattest? Ja, natürlich. Ja, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, weil ich lange nicht gekämpft habe. Und die erste Runde habe ich halt gut gemacht. Aber die zweite Runde habe ich ihn ein bisschen unterschätzt, weil ich dachte, dass ich ihn wieder runterkriegen kann. Weil wenn einer einmal zu Boden geht, dann muss er wirklich hart sein, um wieder aufzustehen. Das ist ihm gelungen und das hat er auch getan. Und er hat eigentlich die letzten zwei Runden super gefightet. Hast aber gute Nehmerfähigkeiten bewiesen, hast sehr, sehr viele harte Treffer eingesteckt und bist in der dritten wieder stark zurückgekommen. Ne? Wo hast du die Kraft nochmal hergeholt? Ja, ich habe in der zweiten Runde ein bisschen langsamer gemacht. Und in der dritten Runde wollte ich richtig Gas geben, weil ich wollte keine Zusatzrunde. Weil wie gesagt, also der Kampf war richtig hart. Wir haben also technisch nicht so viel gemacht, aber alles Power. Und da geht dann die Puste raus. Und deswegen habe ich dann die letzte Runde ein bisschen Gas gegeben, die letzten Sekunden, weil ich wollte einfach die Kampfgericht für mich entscheiden. Ja, jetzt hast du es gerade schon gesagt, du warst sehr, sehr lange nicht im Ring, bist jetzt sehr erfolgreich wieder zurückgekommen. Wie geht's denn jetzt weiter? Wieder eine längere Pause oder willst du jetzt konstant wieder kämpfen? Nein, ich will konstant wieder kämpfen, aber so erfolgreich war ich jetzt wieder nicht, weil, okay, ich habe den Kampf gewonnen, aber so zufrieden bin ich jetzt mit dem Kampf nicht, weil ich habe gemerkt, dass er in der zweiten Runde richtig Druck gemacht hat und dadurch wurde ich auch schwerer. Also zufrieden mit dem Kampf bin ich nicht so ganz, aber zum Schluss habe ich ja gewonnen. Eben, als Kämpfer ist man nie zufrieden, aber ein Sieg ist ein Sieg. Ich denke, es war ein sehr interessanter Kampf. Alban, danke für die Zeit und viel Erfolg in der Zukunft. Danke auch. Alles klar, Alban. Danke.